Grüße euch und schließlich eingeschaltet zur weiteren Folge Foundry mit mir in dem Fuchsel. So, ich habe jetzt hier soweit alles fertig gemacht. Hier so Platten reingemacht. Hier soweit die Wege hier rüber gemacht. Und ich habe schon die erste Bahn jeweils in so eine Fabrikator reingetan. So, jetzt ist die Frage, wie mache ich jetzt weiter? Also ich habe mir jetzt so gedacht, ich könnte jetzt eine dieser... Kein Strom... Sieht's denn aus, haben wir allgemein keinen Strom. Kein fehlender Treibstoff. Okay, das ist das nächste, was ich machen wollte. Das müssen wir gleich nochmal prüfen. Aber da hinten ist auch kein Strom. Nee, das ist auch kein Strom mehr. Meine große Frage ist jetzt. Wir können jetzt die mal wegmachen eigentlich. Biomassebrenner 1. Weil die sind jetzt alle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Warte mal, das müssen wir nochmal besser machen. Geht nicht. Aber gut, theoretisch würde der eine hier schon den Unterschied rausmachen. So. Wir haben sogar Strom. Guck mal. Das hat tatsächlich daran gemangelt. Weil der hier, der hat ja Strom, der eine hier. Der mal allerdings aktuell... Na? 18 kW Auslastung. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir hier irgendwo... eine Stelle baue, wo ich halt mir die ganzen Generatoren halt eben hinbaue. Und das würde ich gerne hier hinten machen. Nehmen wir uns hier nochmal ein bisschen Erde weg. So, und dann machen wir hier so einen schönen Viererblock hin und bauen hier die drei Teile hin. 1, 2, 3. Bauen wir am besten noch einen vierten. Dann sieht es ein bisschen ordentlich und schön aus. Bis dahin hole ich ganz schnell hier ein bisschen Material. Weil Strom wird das nächste sein, was wir brauchen. Okay. 107, 121. So, ich frage mich, ob die zwei Bäume, die wir eigentlich schon gepflanzt haben, wieder nachgewachsen sind. Da stellen wir gerade die... Ah ne, die sind noch in Wachstum. Sollte man vielleicht mal markieren, dass wir sie mal sehen. So. Das nächste. Also die Laufbänder, die funktionieren wenigstens auch ohne Strom. Deswegen ist das ein Vorteil. Jetzt ist meine große Frage, wie mache ich jetzt weiter? Jetzt als Vorteil, wenn wir diesen Splitter hätten. Weil ich möchte jetzt gerne, dass hier so eine Platte auf jeden Fall in einen von denen, in den hier reingeht. Beziehungsweise andersrum. Und dass dort dann also Forschungspakete gemacht werden, die wir dann direkt hier hinten mit denen wir wieder verbinden können. So in etwa. Also wir halt jederzeit dann ein Forschungspaket machen können, damit wir jederzeit forschen können. Jetzt wäre hier halt so ein Splitter extrem geil. Aber gut, es kommt ja noch. Was nicht ist, kann ja noch werden. So. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufteilen. Und zwar... Wie war das rechts? Teilen. 50. Jetzt haben wir 3 mal 50. 150. Und durch 4 ist halt eine blöde Zahl. Ich brauche nochmal 50. Eine Sekunde. 14. Nochmal 14 macht 28. Nochmal 14 macht. Jetzt müssen wir es haben. So. 200. Dann tun wir den hier auch nochmal aufteilen. So, jetzt können wir in allen die reinstopfen. Jetzt hat die große Frage, wie die jetzt mit dem Stromverbrauch arbeiten. Aber jetzt erstmal zum Schluss. Erstmal müssen wir die hier verbinden. So, ich werde jetzt einfach mal den Blöden machen. Und sagen, dass ich jetzt den hier einfach hier so hin mache. Den zweiten hier auch einfach so rüberfahre. Es funktioniert, glaube ich, nicht. Des Weiteren müssen wir hier noch ein... Das Zeug kommt nämlich hier gar nicht an. Mist. Ich habe ganz vergessen, dass die teilieren müssen. So, Automatik, Input, okay. Der muss ja auch noch weg. So, hier und hier. Sollte jetzt alles Input sein? Okay, der braucht halt aber Strom, damit es geht. Okay, das passt schon, alles in Ordnung. Jetzt muss ich theoretisch... Das funktioniert halt eben nicht, ich müsste eine Kurve bauen.
Ja, oder wir machen es dahin. Das geht auch. Dann müssen wir den hier um 1 kürzen. Dann brauche ich den hier wieder. Und zwar... so hin. So hin. Und so rum. So rum. So, 7 darüber. 7 darüber. Hier. Und hier rein. Geht das nicht? So ist richtig. Ah, okay, dann ist der hier platziert. Platziert, dann ist der falsch. 7. So muss er hin. Struktur wird von der Umgebung oder Blöcken blockiert. Das macht nichts, das macht nichts. So, jetzt sollte eigentlich genügend hier sein. Wir haben jetzt aktuell keinen Strom, das passt schon. Jetzt mal hier einfach mal Inventar verwalten, Einfuchtzke reinschieben. Aktuell reicht ja die KW-Auslastung. Wenn ich jetzt hier nochmal einen mache, dann müssten eigentlich von 600 auf 1800 steigen. Oder auch nicht. Aber die müssen sich jetzt... ja, guck mal, die teilen sich das genau auf. Brauchen die weniger Strom? Brauchen die ja auch weniger Treibstoff, wenn die weniger Strom brauchen? Warte mal. Das wäre noch interessant zu wissen. Okay, und wenn ich jetzt hier... Brennstoff hinzufügen. Warte mal nochmal. Geschwindigkeitsvergleich kann ich vielleicht von hier aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das langsamer wird. Na gut, spätestens ab hier müsste ich es ja sehen, wenn ich jetzt hier nochmal ein Weiche hinzufüge. Nee, ich würde sagen, der wird genauso schnell gemacht. Die teilen sich halt nur auf. Da würde ich hier überall noch den Strom entfernen, solange einer geht. Aber unterm Strich verfeuere ich hier gerade das ganze Zeug für, naja, nichts. So, hier hinten ist auch noch Strom alles. Nee, da hinten ist kein Strom. Wird wahrscheinlich daran liegen, dass hier kein Block verbunden ist. So. Haben immer noch keinen Strom. Wieso kommt hier kein Strom an? Weil hier auch noch einer verbunden werden muss. Ah, nehmen wir die Seite hier. So. Jetzt muss Strom ankommen. Immer noch nicht. Weil hier einer fehlt. Muss es immer einen Block Berührung haben. So, jetzt müssen wir Strom haben. Na, also jetzt geht's. Da brennt die Bude. Gut. Wie sieht's aus? Alle brennen und wir haben immer noch 74 kW. Weil hier auch kein Strom ist. Ne, hier Strom. Maschineninventar voll. Nehmen. Nehmen. Okay, das spuckt hinten nichts aus. Und hier. Konfigurieren. Jetzt hätte ich hier gerne die Forschungspakete. Er braucht Mechanikteile. Ah, okay. Okay, okay, okay. Das lässt sich arrangieren. Und zwar hier. Hier tun wir jetzt einfach die Mechanikteile herstellen lassen. Okay, wir brauchen bloß die Platten hier. Das passt sowieso. Dann brauche ich den hier so gesehen noch gar nicht. Steuerung F. Bis. Na, wir machen mal bis hier hin. Kommen die alle wieder weg. Das brauche ich jetzt aktuell nur. Und hier müssen. Ah, okay. Moment. Warte mal. Eine Sekunde. Mir geht es wie gesagt erstmal darum, die Dinge herzustellen. Das sollte easy und schnell machbar sein. Den hier raus. Und bauen hier jetzt einfach den hier so hin. Zack. Und hier tun wir jetzt einfach das Förderband nehmen und hier rüber ziehen. Warte mal, stopp noch nicht. F. Wir wollen, dass es einigermaßen ein bisschen ordentlich aussieht.
So, dann kommt es hier rüber. So, Intact, no power. Haben wir schon wieder keinen Strom? Kein Strom. Oh. Wir haben das kaputt gemacht. Welcher Arsch war denn das? So, jetzt haben wir das Netzwerk überlastet. Jetzt können wir hier nochmal einen reintun. So. Perfekt. Maschineneffizienz 70%. Immer noch. So, sollten es hier eigentlich Platten herstellen? Beziehungsweise so Maschinenteile hier. Die müsste jetzt eigentlich hier rüberfahren. Nee, Intake. Hier ist Output. Hier ist Intake. Jetzt kommen die Maschinenteile hier rein. Jetzt müsste hier eigentlich anfangen, die Forschungspakete zu bauen. Sehr schön. Baut er gerade. Gut, dann brauchen wir noch zwei von denen hier. Eins, zwei. Ein paar von den Bodenplatten. Da kommen wir mal an die restlichen jetzt einfach so weit. Okay. Bisschen zielen. Hier. So. Auf den hier. Gut, ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Dreck. Wir haben ein Glas voll Dreck. So. Den fügen wir jetzt hier hin. Dann brauche ich noch. Oh, das ist ein bisschen zu nah, oder? Nee. Geht noch. So, so rum. Dann 7, so rum. Auf Output schalten. Und von hier aus hier rüber bis hier hin. Und auf Output. Nee, Intake schalten. So, und jetzt kommen die ganzen Forschungspakete. Die werden jetzt hier alle schön produziert. Hier werden die Mechanikteile hergestellt. Und hier werden die Forschungsteile dann eben zusammengebaut. Und hier rüber verfrachtet. Sehr schön. Läuft doch perfekt. Jetzt muss nur den Strom praktisch gesehen am Laufen halten. So, jetzt machen wir am besten folgendermaßen. So. Und so. So, kommt der nächste Forschungsteil. Die werden wahrscheinlich eh nicht lange brauchen, aber schauen wir einfach mal. So, aber ich hätte gerne diesen Splitter. Beziehungsweise das Lager wäre nicht schlecht, wenn wir den hätten. Dafür brauche ich 5 von den Forschungspaketen. Forschung starten. Ah, ich kann sogar gleich starten lassen. Auch wenn nur 2 drin sind. Dann wird wahrscheinlich die Forschung unterbrechen und wird dann halt warten, bis der nächste da ist. Nächste Forschungspaket. So. Jetzt fahren wir hier nicht mehr runter. So. Aktuell kommt kein Forschungspaket nach. Ich arbeite noch an den hier. Nehmen wir jetzt hier das Steinchen noch mit. Bauen hier noch eine ihre Fläche hin. So. Sehr gut, jetzt können wir hier nochmal laufen. Es ist gerade wieder ein Forschungspaket reingekommen. Aktueller 2 Intus. Okay, jetzt arbeitet er gerade mit dem letzten. Aktuell kommt keins mehr nach. Na? Jetzt sollte er eigentlich gleich, sag ich mal, pausieren. Ah, wobei der letzte kommt eh schon gerade. Ja, wobei der. Hä, der macht weiter. Ah ne, jetzt ist der letzte schon reingekommen. Basisinfrastruktur. So. Und. Fertig. Sehr schön. Basisinfrastruktur freigeschaltet. So. Der ist hier unten. Logistikcontainer 1. Okay, warte mal, lass mich mal kurz gucken. Jetzt würde ich von der Infrastruktur heraus, haben wir hier den Splitter und den Container. Dekor. Logistikcontainer 2. Da benötige ich jetzt auch so Forschungspakete 2 auch. Okay, nein, halt, stopp.
Wo muss ich hin? Bandausgleiche. Ermögliche Teilung, Zusammenfügung und Balancieren. Das hätte ich gerne. Als nächstes braucht 20. Frage, was braucht der Container? 15. Da will ich erstmal den Container machen. Weil der Ausgleich ist. Eigentlich ist beides gleich wichtig. Dass wir im Grunde genommen überschüssige Materialien halt möglichst irgendwo einlagern. Weil im Grunde genommen ist jetzt hier so, jetzt haben wir hier einen Stau mit diesen ganzen Bauteilen hier. Die werden hier jetzt alle hergestellt. So könnte man den Überschuss einfach wegmachen. Beziehungsweise könnte man sie halt eben in einen neuen zusammenfügen halt dann. Ich denke mal, verstehen, was ich meine. So. Kann ich während der hier forscht noch ein bisschen reingucken hier? Forschungsfenster. Die, meine Frage ist nämlich, wann kann ich jetzt theoretisch... Ich brauche einen besseren Scanner für mehr Materialien. Ich würde es aber interessieren, ob man hier oben Brennofen... Kann jeden... Okay, der tut Gegenstände zerstören. Gibt es auch eine andere Art von Kraftwerk? Das würde mich mal... Rohrleitungen. Hochspannungsnetz. Brenner ein Hochspannungsnetz mit Strommastentransportern und intubieren Stromgeneratoren. Okay. Laufstege, Tür doppelt. Brennergenerator. Schaltet einen größeren Niederstromgenerator frei, der automatisiert werden kann, wenn etwas effizienter ist. Der Brennergenerator kann zwar Biomasse verbrennen, es ist jedoch ratsam, den Prozess zu automatisieren und Ignum-Erz zu verwenden, was dem Bergbau und Drohnen abgebaut werden kann. Okay, das ist genau das, was ich suche. Und dafür bräuchte ich den hier. Na cool, dann tun wir den hier erstmal machen. Kann ich auch... Nee, kann ich nicht. Dann lassen wir uns erstmal auf Ignum ein. Lader zweite Reihe. Mit einer Reichweite von 2 Blöcken. Ah, ja, okay, verstehe. Ich verstehe. Aber ich hätte gern den hier. Ich verstehe, was er mit zweiter Reihe meinte. Wenn jetzt zwei Bänder hier so nebeneinander sind, dass er halt dann halt von dem Band hier nimmt, anstatt von dem hier. Verstehe. So, jetzt haben wir hier ein bisschen, naja, Wartezeit, so gesehen. Die Maschine geht leider nicht... Nein, wobei eigentlich... Warte mal. Ich nehme hier mal ein paar raus und nehme hier mal... Hier mal ein paar Stangen raus. Weil ich kann ja unterm Strich ja mithelfen eigentlich beim Bauen. Das ist zwar eigentlich nicht der Sinn der Sache, aber hey, gehen tut's auch. Es ist wenig Herstellungsmaterial, Maschinenteile fehlen. Da kann man der Maschine ein bisschen unterm Arm greifen. Weil es wäre nicht schlecht, weil wenn wir das mit Ignum haben, dann könnte man praktisch gesehen unendlich Strom herkriegen. Und das ist jetzt mein nächstes Ziel. Weil das mit Biomasse, das ist zwar schön und gut, was das geht. Mit einem Verbrenner hier. Aber es sorgt halt eben dafür, dass wir halt die ganze Zeit die Bäume halt eben wegfällen müssen. Und irgendwann sind halt eben keine Bäume mehr da. Und eigentlich müsste sie hier so mal gar mal die ganzen Bäume alle weghauen, weil die sind hier für die Fertigung eher störend als hilfreich. So. Deshalb würde ich mal ganz kurz schauen, was unser kleiner Roboter hinten jetzt noch als Aufgaben hat. Beziehungsweise würden wir mal mit ihm quatschen. Hey Meister! Schmelzofen erweitern. Forschungspaket. Piep-pop. Hallo R2. Ja, ich verstehe. Aber weißt du noch, was letztes Mal passiert ist? Oh. Baupläne? Ja, ich habe sie gespeichert. Aber bitte nicht auf die Schaltkreise sabbern. Sie sind nicht wasserdicht. Sabbern. Oder tut er dann nicht eher ölen? Schmelzöfen erweitern. Das würde mich mal interessieren. Okay, Mathe-Genie. Wenn man 8 kleine Schmelzen braucht, um ein Förderband zu füllen, dann werden wir 8 für jedes Metallerzlager aufstellen.
Warte mal, was heißt das? Baue 16, schmelzen klein. Boah, ey, das ist aber eine Aufgabe, ey. Piep, boop. Stimmt. Für eine fortschrittlichere Forschung müssen wir unser Materialwissen erweitern. Das Ziel ist, ein fortgeschrittenes Forschungspaket zu entwickeln. N der Wert der anderen Baupläne ist aber auch nicht zu unterschätzen. Ersten Analysen zufolge ist das Missionskommando schon lange dahin. Es gibt also keinen Grund zur Eile. Na, das ist gut zu wissen. So, interagieren. So, Ignum ist zu 75% fertig. V, oder? Wie konnte man das jetzt nochmal? Irgendwo konnte man doch die Aufgaben einsehen, was man machen muss. Ja gut, ich kann mit ihnen hier halt eben quatschen und dann sagt sie mir halt. Beende Forschung, Forschungspaket 2. Okay, das wird wahrscheinlich eines der nächsten Sachen halt sein. Oh, guck mal, die sind hier schon ordentlich weggebaut. Das gefällt mir nicht, dass es so schnell weggeht. Dass hier so viele Bauplatten herumliegen. So. Und dass hier nicht geforscht wird. So, Ignum. Dann schauen wir mal, ob wir Ignum irgendwo finden. Mal erstmal hier den fertig machen lassen. Und werden wir Ignum dann suchen, tun wir dann den Generator bauen. Da müssen wir halt schauen, dass wir Ignum erledigen können. So. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt brauche ich nur noch den Brenner. Forschung starten. So, dann müsste ich jetzt eigentlich, wenn ich die jetzt hier drücke. Halt, Ignum, da ist es. Schauen wir mal, wie weit es entfernt ist. Nochmal scannen. Okay, das ist sogar unter der Erde. Okay, das ist sogar unter der Erde. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen reinbohren. 28 Meter. Okay. Das müssen wir wahrscheinlich komplett freilegen. Ich fange einfach mal an hier. Ich frage mal, ob man mit dem Ignum noch was anderes machen kann als, naja, verbrennen, sage ich mal. Da kann man damit auch irgendwelche Materialien herstellen. So, ein bisschen Biokraftstoff brauchen wir natürlich auch, ist ja klar. Nochmal kurz scannen, wie groß das Gebiet ist. Den Grund dann bis hierhin, bis hierhin. Und bis hierhin. Das ist im Grunde genommen die Grundfläche. Das bauen wir jetzt erstmal so weit einfach mal aus, dass wir an die Geschichte rankommen. So. 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 Sehr schön. Ja, jetzt noch eine Stufe tiefer. Das dauert jetzt ein bisschen. Aber eigentlich müssen wir es doch gleich schon sehen. Lass mal vorsichtig sagen. Oh, Moment, hier ist es schon. Ignum-Schotter. Brennwert. Okay. Er gibt aber hier nur einen Brennwert an. Was macht er mit Erz nicht? Okay, der ist nur zum Verbrennen gedacht. Okay, verstehe. Ich frage mich ja gerade, wenn ich jetzt hier das Ding hier platzieren würde und die würden das hier jetzt, ja gut, die würden jetzt einfach im Grunde genommen halt den und den drunter machen. Aber würden die jetzt zum Beispiel hier diese Fläche hier freiräumen, damit die da rankommen? Das würde mich gerade interessieren. Ich schaue trotzdem mal, dass ich die erste Schicht wenigstens raushole.
Damit die wenigstens ein bisschen was zu tun haben. So, 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 so. Da, 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 da. Also auf jeden Fall im Grunde genommen wie in Satisfactory dann halt der Schritt mit Kohlegenerator. Der erste Schritt zur freien Energie. Mit Unterschied, dass hier halt, wobei ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist mit Satisfactory, ob man, ob dort die Materialien auch irgendwie Grenzen haben. Mein letzter Stand war, dass die grenzenlos waren. Das heißt, du hast hier einen Generator hinplatziert und konntest halt unendlich abbauen. Okay, ich muss noch zwei rüber. Zumindest in dem Bereich hier. So, sehr schön. Ist doch toll. Ist das nicht toll? So, jetzt schneidet man hier noch ein bisschen was frei. Ich überlege gerade. Eigentlich wäre es besser, höher zu setzen, anstatt runter. Okay, dann war es blöd. Einen Moment. Da tun wir jetzt ganz schnell wieder fixen. So, so, so. Der war falsch. Den tun wir wieder raus. So. Jetzt baue ich hier die Fläche wieder, die 30. Jetzt breiter. So. Dann, was brauche ich denn eigentlich, um den herzustellen, den Generator? Ach ja, der Generator. Der Generator habe ich ja noch nicht entwickelt. Na gut, das macht ja nichts. Ich brauche auf jeden Fall mehr Faser, mehr Baumaterial. Sehr viel Baumaterial. Sehr, sehr viel Baumaterial. Und zwar... Hat dass ich jetzt auf das Baumaterial keinen Zugriff habe, nur weil ich keinen Strom habe. Ab bisschen komisch. Und so, Inventar. Teilen. Hier rein. Und hier rein. Okay, wir müssen ein bisschen Material besorgen. Sonst ist die Bude gleich wieder aus. Bisschen blöd, dass man da... Und so. Schnell reinfüllen. Du weißt, dass ein bisschen was drin ist. So. Gleiches Prinzip hier. Schnell reinfüllen. Einfach nur, damit es ein bisschen in Betrieb ist. So. Ich bin gerade am überlegen, ob ich es nicht unterirdisch mache. Ich meine, man könnte es jetzt im Grunde genommen genauso machen. Wie lange braucht denn der noch? Der ist bei 72%. Unterirdisch machen. Das wäre natürlich eine. Das wäre natürlich geil, wenn wir das so machen könnten. Es muss ja nicht geschmolzen werden, es muss abgebaut werden. Ich glaube, ich mache das unterirdisch. Die Idee gefällt mir gerade mega gut, muss ich ehrlich sagen. Aber bevor, möchte ich hier nochmal ganz kurz schauen. Na gut, warte mal. Das ganze Werk einfach unterirdisch machen. Das ist jetzt gerade mein Ziel. So. Und zwar möchte ich jetzt hier an der Stelle hier runter. So. Oh, das wird geil. Das wird richtig geil. Das wird richtig geil werden. So, was sagt die Uhrzeit gerade? 29 Minuten. Okay. Ja gut, der Generator ist fast fertig. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen warten, bis der Generator fertig ist. Solange werde ich jetzt noch mit euch zusammen arbeiten. Ich brauche einen dieser Generatoren wenigstens. Einen der Generatoren brauche ich. Nicht mehr lang, aber ich brauche einen. So, ja okay, der braucht ein bisschen, bis er fertig ist. Ja gut, ich muss ja eh nicht zu der Maschine hin. Ich krieg den Bauplan ja einfach so. Mein Ziel ist es jetzt... Speichern in 3 Sekunden. Gibt es eigentlich auch irgendwie die Möglichkeit, hier wieder rauszukommen, wenn ich irgendwie drin feststecke? Na gut, ich kann eine Treppe aus Erdboden bauen.
Wie tief muss ich eigentlich? Sehr tief. Ich kann erstmal so eine Art Treppe halt eben bauen. Also erstmal so wichtig. Du wirst den Biomassebrenner nicht mehr von Hand befüllen müssen. Es ist an der Zeit, auf den Brennergenerator aufzurüsten und Igniumerz für die automatische Stromerzeugung abzubauen. Lass uns unsere Zukunft mit Energie versorgen. Wird gemacht, Boss. Ich bin gerade voll dabei. Den ich das so hier mache. So, jetzt mache ich erstmal so hier. Ich muss ja noch ein bisschen weiter runter hier. So, jetzt meine große Frage, was brauche ich jetzt, um den Generator zu bauen? Ah, der ist gar nicht so teuer. 1,8 Megawatt, 600. Ja, okay, der ist nicht... Ein paar von denen werde ich schon brauchen. Stimmt, ich wollte Baumaterialien besorgen. Das fällt mir jetzt erst ein. Okay. Da ist keine einzige Platte mehr drin. Na gut, in denen sind noch Platten drauf. Die anderen Platten werden ja alle da reingeschoben nach und nach. Aber siehst mal, wie gut er die eigentlich auch braucht. Da ist keine einzige Platte drin und er wartet immer auf eine neue. Aber hier hat er gleichzeitig so viele Maschinenteile drin, dass er dadurch mal vollgestopft ist. Ey, wie viele Maschinenteile hat denn der auf der Seite? Zwei. Offensichtlich wird doch gut produziert. Na gut, Metallstangen hat ein bisschen mehr, weil er auch nicht so viel verbraucht wird. So, ich werde jetzt auf jeden Fall hier drüben anfangen, ein bisschen zu graben. Ich frage mich, ob ich hier irgendwie eine Markierung setzen kann, aber gut. Wir müssen eigentlich alles komplett unterirdisch machen. Also ich werde hier unten jetzt erstmal anfangen zu graben. Wir holen uns erstmal zwei. Ich würde mit zwei von denen anfangen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Da hole ich euch dann rein und dann bauen wir das Ding hier dann fertig. Dann haben wir kostenlose Energie hier soweit. Na gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Foundry wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.